Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part Miitopia mit dem Zwergenfürst und mit den Miets Donald und Merkel hier an meiner Seite im Team, im dritten Team. Sieht ja lecker aus. Was? Nein, halt! Was denn? Das ist ein deutscher Orangensaft. Was daran bitte eindeutig? Genüsslich eine mysteriöse Flüssigkeit. Donald hat sich in ein Monster verwandelt. Hoch! Okay, darin würde ich nicht nochmal probieren. Schade! Tja, das ist jetzt ulkig. Gleich zu Beginn des Parts, so was Ulkiges hier. Da geht's direkt mit dem Kampf los. Köder, Pilz und Pom Pom. Okay. Dann greifen wir mal direkt an auf den Köderpilz. Wir lassen uns von ihm nicht ködern. Nein, das wird nicht passieren. Ja, Merkel, alles noch in Ordnung. Ja. Kann man so sagen. Merkel ist dran. Zack. Der Pilz ist verspeist. Feuerfrei. Zack. Pom pom. Auch Tamblom 3. Haut ordentlich rein. Ich hau auch mal drauf. Und besiegt. 470 haben wir schon. Ordentlich. Nur ein paar Kratzer. Das ist doch schön. Bonus ERF. Für wen? Ich glaube, Merkel. Wie soll es bekommen? Hurra! Bratpilze und Marshmallow. Und weiter geht's. Grab ein Loch. What the fuck? Okay. Ich sag und Merkel sagt, grab ein Loch. Der randomste Kommentar, den ich aktuell so hatte. Bisher. Den es bisher überhaupt gab. Jede Menge Pompoms. Was heißt jede Menge? Das sind nur drei Pompoms, also jeweils zwei. Aber insgesamt drei Teams. Dann mal los. Pechertät haben wir Nummer 3. Ist jetzt irgendwie unser viertes Teammitglied, wie es aussieht. Aber irgendwie auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ein Stübel. Zwinge und Kuwanzkreich. Puh. Seht ihr, sie steht nicht mit dabei. Sie ist niemals mit irgendwie einer Aufzählung mit dabei, aber irgendwie kämpft sie dann doch mit. Und Donald soll die ERF-Bonus erhalten. Lieber nicht. Das Team will meinen Schlachtruf nicht hören. Oh, Schnecke! Das hat sich doch gerade Donald Trump verwandelt. Besiegen wir also den Trump-Double hier. Das ging schnell. Impuls ist also sehr effektiv. Scheint eine gute Attacke zu sein. Blumenduft. Boah. Donald Trump sagt, boah. Dann mal los. Tänzeln auf Fall. Er fängt an zu tänzeln. Okay. Das ist ohne interessante Attacke. Er tänzelt vor sich hin. Können wir ihn besiegen in der Zeit, wo er tanzt. Der liebe Pilz. Ich werde von Merkel wieder geheilt. Nächste Beziehungsstufe. Du. Ich und Merkel. Na super. Bekannte, loben gelernt. Muss nicht vorlesen. Kennen wir schon. Munition leer. Oha. Denn MP alle, oder was? Da kann ich Aushilfe leisten. Ich habe den MP-Streuer verwendet. So, einmal Angriff auf, ja, wen denn? Ich würde sagen, Teufelsspinne A. Die hat noch am wenigsten abgezogen bekommen. Hau drauf. Was? Ich habe gesagt, hau auf. Teufelsspinne Nummer A. Und nicht auf Nummer B.
So ein Mist auch. Verträumter Zwerge hier. Was soll denn immer das mit dieser Verträumtheit? Weiter geht's. Bonus-ERF. Warum kriegen wir ja eigentlich immer nach jedem Kampf Bonus-ERF? Früher haben wir das doch immer nur nach Bosskämpfen bekommen. So, ich glaube, Merkel kriegt's. Jo, Level 6 für Merkel. Luftstoß gelernt. Entfessle einen kleineren Sturm und blase die Gegner weit weg. Okidoki. Spinnen-Sushi. Zweimal. Die können gerne Merkel und Trump essen. Im Gasthaus. Juhu. Ich mag, wie gesagt, Sushi nicht. Finde ich persönlich ekelhaft. So, haben wir es immer wieder verköstigt. Haben sie jetzt die Sushi aufgegessen? Oh, ein Buntblatt wäre der Traum von Merkel. Wünscht sie sich ein Buntblatt. Das sieht episch aus. Können sie tragen. Von mir aus. Weiter geht's. Die Feen sollen sich hier aufhalten, oder? Zumindest eine Fee. Oder was war, sollte ich hier finden? Was ist eigentlich mit dem dunklen Fürsten passiert? Der ist abgehauen, ist doch klar. Wir haben ihm total mächtig Magie verjagt. Achso, mit total mächtiger Magie verjagt. Okay, noch richtig vorlesen wäre schön. Ganz schön cool, oder? Ja. Haha, finde ich auch. Einzeln sind wir vielleicht nicht so stark. Aber, also meine Schwestern und ich, meine ich. Aber wenn wir uns zusammentun, dann geht die Post ab. So, dann kann es mal vorangehen. Tamdomreihe an meiner Seite fühlt mich sicher. Ich bin immer noch wütend. Weswegen? Als der dunkle Schnösel weg war, haben wir einfach nicht aufgepasst. Und schon kamen lauter Monster und haben meine Schwestern entführt. Ich kann nicht aufhören, mich aufzuregen. Kopf hoch, das bringen wir wieder hin. Das biegen wir wieder hin. Ach Mensch, verlesen kann ich mich gut. Und da geht's aufwärts. Sinnloses Gelaber von Merkel, Donalds und mir. Die Dialoge des Todes. Schnecke A besiegen. Zack, das war sehr erfolgreich. Wow, Kompliment von Merkel. Habe ich da gehört. Oha, Donald Trump. Er ist am Boden. Neue Technik. Trau des Lebens. Merkel heilt Donald wieder. Muss ihn nicht in die Ruhezone stecken. Ah ja, ich wollte sowieso einen Nebensteuer machen. Habe ich gerade verwechselt. So. HP-Streuer. So, HP-Streuer, um Donald wieder aufzuheilen. Ja, das war Absicht. Aufzuheilen. Das ist jetzt mein Spruch. Aufheilen. Impuls auf Ene Mene Miste. Was rappelt in der Kiste? Ene Mene Mu. Und raus bist du. So, zack. Gut gelaunt. Bleib daran. Perfekt. Kasademinu. Zweige über dir. Neue Technik. Luftstoß. Na, das will ich mal sehen. Wann setzt Donald eigentlich mal sein Nie-Projektil ein? Das will ich auch mal sehen. Deutschland. Deutschland. Stur. Kampf. Vorbereitet auf Schaden. Ah, das ist gut, wenn man vorbereitet ist. Feuer frei. Und Donald will nicht das Mini-Projektil einsetzen. Na gut, wenn er halt nicht will, was soll ich tun? Schnecke B fängt an zu tanzen. Okay. Soll er tanzen oder sie? Was ist das eigentlich? Ist das eine sie oder ist das ein er? Soll mir relativ egal sein, ist ein Monster. Ich werde nicht nachgucken. Nur ein paar Kratzer. Hui. Level 6 für die anderen Teammitglieder. Level für Donald. Und er hat eine neue Attacke. Nein. So, Bonus RF hat jetzt eigentlich, Merkel hat es nicht nötig. Krieg ich jetzt mal. Zack. Selber eingeheimst. So, Schnecken. Okay. Schnecken, die sind auch. Sind auch nicht so lecker, finde ich. So eine Delikatesse, die mir nicht so wirklich gefällt. Das Schleimige drin. Ich persönlich kann es nicht essen. Nicht mein Ding. Gibt bestimmt Leute, denen das gefällt, aber mir persönlich nicht.
Könnte aber mal bald das nächste Teammitglied kommen. Sei denn, das ist schon Tamda Nummer 3. Es kommt nicht. Es lässt so lange auf sich warten. Das finde ich aber nicht so duft, dass das nächste Teammitglied so lange auf sich warten lässt. Vielleicht ist es dadurch gestört, dass wir jetzt die fesche Fee mit dem Team haben und das Team irgendwie voll ist, solange wir die dabei haben. Ja, ich weiß nicht. Ah, was ist los? Ich kann spüren, wie Tamda 2 nach mir ruft. Sie ruft mit der Stimme ihres Herzens um Hilfe. Wir müssen uns beeilen. Dann mal nichts wie los. Jo, ich würde es durchaus begrüßen, wenn wir mal das nächste Teammitglied aufnehmen könnten. Oh, was passiert hier? Sieht doch wieder dramatisch nach einer Story-Sache aus. Tumblr Nummer 2. Ihr Gesicht. Was zum Henker? Tumblr 2 Jantuda. Auf jeden Fall. Impuls auf Tumblr 2 Jantula. Das macht auf jeden Fall Sinn, dieser Name. Und diese Pompons, die können wir auch noch danach besiegen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Weil das Team ist irgendwie, warum auch, noch nicht vollständig. Und ja, wir haben zwar die Fesche Fee Tumblr Nummer 3, aber was soll es? Ist auch ein Bosskampf, da müssen wir sowieso besser drauf aufpassen. Und Attacke! Attacke! Hey, hey. Los, Merkel! Gib dein Bestes! Oha! Das scheint sehr effektiv. Der Angriff von dieser Spinne. Jetzt muss ich mich aber mal in die Rotzone begeben. Das sieht sehr schlecht aus. Merkel heilt sich selbst mit Hilfe einer HP-Banane. Das ist schön. Und das freut mich auch so ordentlich. Das ist doch hart. Wir schaffen es zusammen. Neue Technik. Wildes Geballer. Nicht Mii-Projektil. Schade. Ah, verletzt auch das eigene Team. Ach, so ein Trampel. Donald, du bist so ein Trampel. Weißt du das? So, jetzt kann ich mal wieder weiterkämpfen. So, mal verstecken hinter Merkel. Okay. Ach so, nee. Das ist ihr Zusprechen hier. Oh nein. Was soll ich tun? Was kann ich machen? So, den HP-Streuer mal eingesetzt und Merkel in die Ruhezone gesetzt. Okay. Dann haben wir das auch wieder. Feuer frei. Okay, ich denke, das kriegen wir hin. Wir werden siegen. Du sagst es, Zwergi. Los, das kriegen wir doch hin. Sieht zwar gerade sehr aussichtslos aus, aber das kriegen wir doch. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Impuls. Zack, das zieht nur 20 ab, aber immerhin. 20 ist nicht nichts. Was passiert hier? Mac hat Angst vor Spinnen. Arachnophobie. Luftstoß. Okay, haben sich die Spinnen entfernt oder was? Nee, stecken wir sie mal in die Ruhezone. Vielleicht verschwinden die Spinnen dann. Munition leer. Oha. Da müssen wir glatt mal mit dem MP-Streuer nachhelfen und es nachfüllen. Was ist mit Merkel dort hinten? Sie fürchtet sich vor den Spinnen. Die geht scheinbar gerade nicht so gut. Oha. Die Attacken sind richtig stark. Nein, Donald. Ich brauche dich noch in meinem Team. Jetzt nicht. Ich belebe dich wieder. Merkel kommt zurück in den Kampf. Zusammen können wir das schaffen. Feuer frei. Das zieht nur 6 ab. Ach du Schande. Nicht daran. Auf geht's. 25 hat's abgezogen, das ist schön. Ich hasse Spinnen. Achso, jetzt habe ich meine Arachnophobie. Ich habe eigentlich keine Spinnenphobie, aber was soll's. Mein Mii hat's scheinbar.
Mami sieht auch bescheuert aus mit seinem Kostüm. Generell das ganze Team mit seinem Kostüm, das ist zum Lachen komisch. Na komm, Donald, du darfst dich kurz mal ausruhen. So, greif an, Merkel. 31, Luftstoß. Ach du Schande. Das bringt ja was. Oh, wir haben sie fast besiegt. Dann seht ihr das. Ich setze noch einen Impuls ein und dann bringt es vielleicht mal was. Oha. Nein, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Hm. Donald, setz doch mal was ein. Merkel. Attacke. Merkel hat sie besiegt. Puh. Und wir haben es geschafft. Gerettet. Danke. Das war gut. Ärgste. So viel dazu. Wir haben es geschafft. Level 7 für mich. Fiese Formel gelernt. Ein tödliches Gebräu, das Gegner kolossal verheert. Okay. Ich habe den Sinn des Textes nicht verstanden, aber was soll's. Donald kriegt's. Zack, Level 7 für Donald. Level für Donald. Panzerung gelernt. Reduziere erlittenen Schaden mit einem extra dicken Panzer. Mir würde es auch schon reichen, wenn du einfach nur hier einsetzen würdest. Aber was soll es? Da hat erstmal die Fee ihr Gesicht zurück. Da hast du. Zack. Und war es das schon alles für diese Gegend? Weil dem Dorf wurde ja nichts geklaut. Verschfehlt haben wir Nummer 2. Puh, das wurde auch langsam unerträglich. Lieber Abenteurer, ich muss unsere Schwester Tamla 1 retten. Hilfst du mir dabei? Aber klar doch. Das ist unsere nächste Aufgabe. Wir müssen jetzt Tamla Nummer 1 retten. Tamla Nummer 3 war schon bei uns. Tamla Nummer 2 haben wir gerettet. Und Tamla Nummer 1 wartet noch auf uns. Dann begleite ich dich ab jetzt. Tamla 2 hat sich dir angeschlossen. Wann sich wohl unser nächstes Teammitglied uns anschließt, das würde ich gerne wissen. Tamla 3, bewache du das Dorf. Ich gebe mein Bestes, Schwesterherz. Tamla 3 hat dein Team verlassen. Okay. Kümmere dich gut um meine große Schwester. Okay. Tamla Nummer 1 ist im Finsterforst. Vielleicht. Okay. Dahinter müssen wir. Uha, so weit hinten. Und ist aber ziemlich weit. Gehen wir dahin. Mitglied, Mann. Für mich nicht so gut, sagt Donald. Mitglied. Och, der schon wieder. Wanderfotograf Dena. Ich bin Dena, der Wanderfotograf. Magst du dieses Foto kaufen, das ich vorhin gemacht habe? Ja, kann man nehmen. Das sieht ganz irre aus. Von winzigen Spinnen befallen. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Erinnerung. Du hast dein Gasthaus gefunden. Nächstes Teammitglied, bitte. Du ab. Erstmal nächste Beziehungsstufe zwischen mir und Donald. Level 2, flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. Wie hat denn der gerade gegrinst? Habt ihr das gesehen? Ach du Schande. Ach du Schande. Auf geht's. Der finstere Forst. Was dort wohl als auf uns warten wird. Abmarsch. Wir haben jetzt eine neue Fee im Gepäck. Das klingt schlimm. Das finde ich nicht so gut. Ja, Merkel fände es nicht so gut. Meine Güte, das ist düster hier. Das ist ja total unheimlich. Selbst die Feen meiden diesen Ort. Es treiben finstere Mächte ihr Unwesen in diesem Wald. Na, das freut mich doch. Da freue ich mich doch schon auf die Reise durch den Wald. Und deine Schwester ist hier ganz sicher. Ja, ich habe so Angst, aber wir müssen weiter. Ich hoffe, es geht dir gut, Tumblr Nummer 1. Okay, dann mal voran. Monster! Ein Troll! Willst du mich trollen oder was? Da will mich doch einer trollen. Vor allem mit meinem nächsten Teammitglied, da will mich doch das Spiel trollen. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich einfach nicht, dass das vierte Teammitglied einfach nicht kommen will. Hängt das hier an den Pen oder was ist los? Sonst kam das doch immer sofort mit dazu im nächsten Gasthaus. Oder im übernächsten. Ich warte darauf. Ihr seht hier, da fehlt was. Da fehlt ein drittes Teammitglied. Hui, wie aufregend. Level 7 für Merkel. Toll, toll. Plus 18 ERF. Ach, das sind nicht viel. Geschenkt an Merkel. 110 Gold. Und weiter geht's. Wie sich wohl Zwerge fühlt. Du kannst ihn fragen. Er läuft direkt hinter dir. Öffnen. Truhe. Hurra, Waldnüsse gefunden. Was zu mal schnabulieren. Zu mampfen, wollte ich sagen. Und schnabulieren klingt dann eleganter. Noch mehr Monster, noch mehr Trolle. Ist das hier ein Trollwald oder was? Ich werde hier ständig getrollt hier von allem. Zwerge ist dran. Neue Technik. Fiese Formel. Das wollen wir auch mal ausprobieren. Wie schmeckt euch das? Zack. Uha. Beide zugleich. Troll B ist dran. Zack. Auch alle zugleich. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Das sieht schlecht aus. Sekunde mal. HP-Streuer aktiviert. So, Donald hat sich in der Ruhezone ausgeruht. Wieder kampfbereit. Merkel greift an, Luftstoß. Und den einen haben wir besiegt. 186 haben wir. Bald winkt der nächste Bonus. Verletzt dich bitte nicht. Oha! Okay, die Pfeile von denen wirken nicht viel. Aber die Attacke, die ich gerade eben eingesetzt habe, die hat sehr viel MP gezogen. Das sollte ich nicht so oft nutzen. Ich wollte einsetzen sagen, aber mir ist dann der Rest nicht eingefallen. Weiter geht's. Voran, voran, immer weiter voran im Gebiet. Ein Gasthaus, juhu. Vielleicht kommt da mal unser nächstes Teammitglied. Horst. Großer Horst. Spendier mir doch ein nächstes Teammitglied. Da kommt es auch schon. Oha! Jemand will sich dir anschließen. Endlich. Mag das wohl sein? Aber wie schon satiremäßig unterwegs sind. Hier, Prinzessin Putin. Der fehlt uns noch im Team. Bin ich der Letzte? Ich heiße Putin. Ich stoße vielleicht etwas zu spät zum Team. Aber zu spät bin ich generell nie, ehrlich. Putin hat sich dir angeschlossen. Ach du Scheiße. Naja, was soll's. Hat nicht schon gereicht, dass Trump mit mir in einem Zimmer ist. Jetzt kann er sich noch mit Donald befreunden. Heikler Witz. Merkel will ein neues Kostüm. Naja, ja. Buntglasblume. Okay, soll es kriegen. Soll es ein neues Kostüm kriegen. Ja, nehmen wir doch das hier. Sieht schon lächerlich genug aus. Weiter geht's zu viert. Beziehungsweise zu fünft, wenn man die Fee mitzählt. Am Ende ist das nächste Team vollständig. Hat jemand Gold gesagt? Du denkst zu viel nach. Was ist das für ein komisches Team? Ein Russe, ein Ami und ja, ein Deutscher, eine Deutsche und ein Zwerg. Ich stamme ja nicht, ich bin ja jetzt hier nicht in meinem Hoheitsgebiet, um es so zu sagen. Wohl drin sein. Jede Menge Geld. Seidenkleid für Putin. Na denn. Hier auch gleich mein Pink. Hier. Das passt doch. Das ist doch ein ordentliches Outfit. Oh, ein Gasthaus. Müssen die fesche Fee-Tumbler Nummer 1 finden. Wir können nicht so einfach aufgeben. Ruhe können wir uns erst gönnen, wenn wir sie gerettet haben. Sag mal, du verfolgst tatsächlich den dunklen Fürsten, Julian. So ist es. Du bist so tapfer. Aha. Von diesem Mut sollte ich mir ein Stückchen abschneiden. So, da hatten wir einen spannenden Dialog mit der Fashion Fee. Und Donald und der Wladimir, die scheinen sich langsam zu
befreunden. Aber was zum Henker ist das dort? Alter! Ich krieg die... Oh, böse Banshee. Oh, ich krieg Albträume. Naja, so schlimm ist es nicht. Angreif, mach es alle. Es sieht gruselig aus. Nein, nicht den Troll. Den können wir überleben. Aber was macht er da? Neue Technik. Panzerung. Wann setzt du mal ein Mini-Projekt hier ein? Ich möchte das mal sehen. Ich möchte das sehen. Ich hätte eigentlich selbst Panzer werden sollen. Hätte ich das mal einsetzen können. Wann ich will. Putin ist dran. Ah, ein Schlag bringt das. Ach du Schande. Wir sind schon ein duftes Team hier. Feuer frei. Hauptsache ihr besiegt mal diese böse Banshee. Die sieht mir sehr ungeheuer aus. Zwergi ist dran. Attacke. Endlich ist sie weg. Nicht übel. Haben wir das Gesicht befreit. Da will mein Gesicht auch nicht drin gefangen sein. Ach du Schande. Stell dir mal vor, dein Gesicht ist in so einer Horrorpuppe dort drin gefangen. Ah. Das willst du doch niemanden. Mir fehlen die Worte. Wünschen, meinte ich. Hätte ewig so weitermachen können. Bonus ERF geht selbstverständlich an wen wohl? Ihr wisst das. Banshee-Tränen. Ach, heulen tut sie auch noch. Na dann weiter. Es wird dunkel. Und deshalb müsst ihr zur Rast gehen. Könnt ihr nicht einfach durch die Nacht weiter spazieren? Bald folgt doch das nächste Gasthaus. Ah, egal. Wir sollten eine Runde quatschen. So eine ganz politische Debatte oder was? Und dann? Und was dann? Sie hörten eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Ich höre gar nichts zu. Achse des Bösen, ich höre gar nicht zu. Oh nein. Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch.